Ey, Leute, es ist jedes scheiß Auto von denen ist draußen und keins von denen funktioniert. Keiner von diesen scheiß, kein scheiß Drecks. Ey, ich muss anders machen. Ich hole jetzt Tankkanister. Ich hole Tankkanister. Ich hole Tankkanister und dann fahre ich mit diesem Taxi hoch. Es kann nicht sein. Ich kann nicht in mein Fahrrad hochfahren. Das ist die einzige Möglichkeit. Hier, Moped von mir, auch tankleer. Das ist ein komplettes Armutszeugnis da wieder. Das ist die Fahrzeug, das Fahrzeugfriedhof. Oh. Pascal Goos, vielen Dank für die 4 Monate. Ich danke dir. Danke, danke, danke. Und Nutrop, auch danke dir für die 18 mittlerweile, ne? Vielen Dank, Leute. Paladin, auch danke für die 31. Na, Dankeschön. Danke euch. So. Hallo, wie viel Tankkanister kann ich mitnehmen? XL-Becher. Nein. Oh mein Gott. Es sind nicht Tankkanister in jedem Laden vorhanden. Ich weiß aber ganz genau. Chef, was ein Chef, ey. Ich glaube, ich weiß, wo ich den Tankkanister geholt habe, den letzten. Das war hier unten. Nee, nicht Southside. Was rede ich? Hier. Ja. Oder? Evil Niki, auch danke für die 5. Vielen Dank, das ist sehr großzügig. Nee, die Growth-Tanke war es nicht. Es war, glaube ich, es war die Lil Soul-Tanke. Ein Sandy Shores gibt es bestimmt. So werde ich nicht hochfahren. Das könnt ihr vergessen. Wobei ich glaube, wenn ich jetzt nicht die Tankkanister geholt hätte und das getankt hätte, ich glaube, ich wäre vielleicht sogar früher da gewesen mit Fahrrad. Man bekommt die Tankkanister nicht an jeder Tankstelle, anscheinend nicht. Morgen, okay, Leute, klemme ich auf. Ist Asta wieder oder noch wach? Das hier ist ein Wiederholungsstream. Ein altes VOD aus 2019, was ich gerade wieder abspiele. Hier, der hat aber welche, das weiß ich. Fahrzeug abgeschlossen. Gib mir mal die Ta da. So. Ich würde 2 nehmen. Das ist schon 900! Ey! Wie kriege ich das denn wieder rein? Es werden heute andere Seiten aufgezogen. Das Leben wird sich drastisch ändern müssen. Oh, ich hasse diese dämliche Oberschicht. Euren Protzkarren. Wir wissen doch, wie es ist zu arbeiten. Widerlich. Einmal in meine Haut stecken. Morgen. Einmal in meine Haut stecken. Ekelerregend. Was? Wie viel hast du gezahlt für das Auto? Es war im Angebot, warum? Im Angebot, auf wie viel? 240? Dollar? 1000? Boah, ekelhaft. Ekelhaft! Widerlich! Ey, Weh! warte mal. Ich muss jeden Tag über die Runden kommen und zusehen, wo ich bleibe. Hab mir gerade ein richtig fettes Minus reingehauen, indem ich 2 Tankkanister für meinen scheiß Chef besorgt habe. Ob er mir das Geld zurückzahlt? Ich Hier glaube. hast mein Bubble Tea. Oh, Influencer. Deswegen auch das Warum? Auto. Ja, und dann die Bubble Tea-Scheiße. Das fällt doch alles ins Muster. Ey, warum so negativ? Widerlich.
Boah, geh mir bloß aus den Augen. Du weißt gar nicht, wie es ist zu malochen, mein Freund. Weißt du doch gar nicht. Ja. Weh. Aber echtes Bike, so ein E-Bike ist echt cool. Ja, dann tausch doch. Gib mir das Auto, schreib's mir um und du bekommst mein Fahrrad. Ja? Ja? Hätte ich gemacht, wenn du ein bisschen freundlicher wärst. Boah, nicht mehr respektvoll, der Mittelsch. Ey! Wegen dir steht die Straße. Die Zapfsäulen, die sprießen auch nicht aus der Erde. Das sind alles Leute, die jeden Tag hier arbeiten. Okay. Hey, aber darf ich dir noch was sagen? Was? Ich hab dich trotzdem lieb. Boah. Komm. Nee. $900. Oh Gott. Der ist nicht nett, der ist reich. Glaubt mir. Reiche Leute sind nie nett. Der hätte die besten Farmrouten. Der hätte mir wahrscheinlich die besten Bubble Tea Sorten aufzählen können, aber gefarmt hat er noch nicht. Der hat wahrscheinlich nie einmal seinen Finger krumm gemacht. Aber meint ihr, mir was erzählen zu können? Ach. So. Welches Auto? Oh nein, ich glaube, es gab noch einen, den ich Oh nein, ich habe da noch eins gehabt. Ach, ist egal. Ach, komm. Lass uns nicht das ist so dumm. Ist egal, gut. Auf jeden Fall befüllen wir das Auto. Das Auto wird befüllt. Ich guck nur mal. Ich will jetzt kein Auto befüllen, was noch Tank hat. Das wäre ja total scheiße. Der Sprit ist alle. Okay. Hier kann ich auf jeden Fall mal auffüllen. Ja, also eigentlich ist es ein E-Auto, aber ich glaube, anders ist es gerade ein bisschen schlecht hinzubekommen, RP-technisch. Ja, ich weiß. Aber was soll ich machen? Sonstiges. Tankkanister. Ja. Es ist 9:30 Uhr, Leute. Zeit für den Knoppers. Ich bin arm und auch nicht nett. Leute, was? Genau richtig, das war eine riesige rote Powerbank. Das war gar kein Tankkanister. Das war eine riesige rote Powerbank. Ich nehme den anderen Tankkanister mit, vorsichtshalber. Ich habe nämlich Angst, dass mir irgendwas heute noch passiert und ich den brauche. Man weiß ja nie, ihr wisst ja, wie es ist. Wartet mal, bevor ich das mache. Der andere ist schneller, oder? Ich glaube, das sind die neuen. Dann nehme ich doch den. Mal schauen. Ah ne, das ist der gleiche. Jetzt sag, guck mal, jetzt hat er auch keinen Tank. Ich sag's euch. Der hat auch keinen Tank! Es hat kein scheiß Auto in diesem verfickten Unternehmen Tank! Ich werd nicht mehr! Boah, nee. Nee, den tanke ich nicht. Nee, den ist mir egal, den tanke ich nicht. Türen schließen. Nee, das mache ich nicht. Eigentlich schaut man erst in den Kofferraum. Ey, das ist das Quickie-Taxi! Die haben nichts im, die haben nicht mal ein Warndreieck drin. Das Einzige, was sie im Kofferraum haben, sind Leichen. Das ist wahrscheinlicher als ein Tankkanister. Ich mein's ernst. Stromladen.
90 Dollar. Schön. Das sind drei Pools. Ich habe gerade für den Tank drei Pools sauber gemacht. Oh mein Gott. Ah, hier. Ich war so naiv zu glauben, dass ich heute mit dem Farmstream mein verlorenes Geld gestern im Casino wieder auf Null bringen kann, sodass ich meine 30.000 heute mache. Ich dachte wirklich, ich krieg das hin. Aber ich bin jetzt im Minus. Ey. Oh mein Gott. Jetzt lerne ich erst zu schätzen, wie viel das Geld wirklich wert ist. Ich habe es vorher nicht gesehen. Und jetzt ist es zu spät. Bernstein sein macht erstmal Werbung für Partner Plus Programm. Das wird jetzt in der Bait Community. Hab den Tag bei Jenny einen Job gesehen, der hat in 15 Minuten 3K gebracht. Okay, aber wie sah der denn aus, der Job? Niemals! Ich glaube, es lohnt sich hier wirklich kriminell zu werden. Wisst ihr, was wir auch gleich farmen können? Ich farm jetzt Job. Nee, da habe ich aber Angst, ins Gefängnis zu kommen. Dann darf ich ja wirklich mich nicht erwischen lassen. Ach, nicht auf Sektor. Ach so, ah, okay. Ja gut, aber dann ist es ja was anderes. Außerdem kann ja auch der Wert ganz anders sein. Es kann ja sein, dass die Fahrzeuge viel mehr wert sind oder so, ne? Dass dort halt Inflation kickt oder sowas. Ne? Das wäre ja vielleicht dann möglich. Ich meine, auf GVMP. Da zahlst du, achtstellig für Autos oder so. Ne? Ich farme einen Shop, um zu gucken, um das ein bisschen, also um, ich betreibe jetzt Recherchearbeit. Ich würde gern einmal einen Shop farmen. Ja, GVMP gibt es noch. Hier irgendwo war einer, das weiß ich. Hier der 24-7. Ist das möglich? Hallo! Ich habe gerade... Oh Gott, ich habe fast kein Leben mehr. Moment, ich esse noch kurz eine Erbs... Ich habe den ganzen Tag Scheiß-Tag malocht. Und ich habe festgestellt, dass sich ehrliche Arbeit einfach nicht auszahlt. Also, lass mich kurz zu Ende essen, dann bedrohe ich dich. Gib mir dein Geld! Wie geht das? Wie geht das? Was muss ich drücken? F? G? Q? E? Der lässt sich nicht ausrauben. Du Arschloch! Ach, nicht genügend Cops da. Ah. Ah, verstehe. Das ist gemoddet, das sieht aber cool aus. Donershot. Es soll das Döner heißen? Ist das ein Dönershot? Oh, hier der Norden. Guck mal, ich war im Norden, ey. Tagsüber auch noch.
Das sieht alles eigentlich ganz schön aus hier. Naja, es geht. Aber, naja, egal. Wo ist jetzt die Gartenarbeit, die ich hier verrichten darf? Oh, das sieht mir nach einem Gärtner aus, da hinten. Oh, ich glaube, das ist ein Gärtner. So. Dann mal los. Hey, hallo Frau Müller, wie geht's? Hallo? Rüdiger, was geht? Hey, hi, hi Rüdiger, hi. Na ihr, schönen Sonntag euch. Ja? Trinkgeld bekommen? Von wem? Vom Blumenbeet? Reicht jetzt aber auch. Gardening Music. Was ist das hier? Was ist denn Gardening Music? Okay. Noch 4 Aufträge. 22 Dollar. Ich werde nicht mehr. Ich fühle mich so schlecht. Aber das kenne ich. Ich tue nämlich nur so, als würde ich dort was bepflanzen. Aber in Wirklichkeit gucke ich die ganze Zeit nur durchs Fenster. Oh ja. Kennt ihr das? Das ist so ein typischer Gärtner-Spot. Wenn er dann oberkörperfrei sich an das Blumenbeet hermacht und dann von der Eigentümerin beobachtet wird und sie dann rauskommt und dich fragt, ob du vielleicht noch eine Limonade trinken möchtest, weil es ja draußen so warm ist. Du sagst ja gerne. Lassen Sie mich doch gerne mal kurz rein. Dann sagt sie, wie meinst du das denn jetzt? Naja, die Wohnung. Ach so, ja gut. Und dann wird die Limonade gezischt. Versteht ihr? Das sind keine Erotikfilme. Nein, das gibt's bestimmt auch so. Es ist bestimmt in der Realität so, dass wenn du als... Ach, ist egal, weiß ich doch nicht. Reparieren auch nur Fernseher, um dann die Wohnung zu begutachten. Seht ihr? So. Einmal hier. Ausladen. Oh Mann, macht das Spaß. Hey. Oh, das ist so ein Spot, wo wahrscheinlich dann die Hauseigentümerin dann auf ihrer Liege liegt und dann sagt, oh, Petruccio. Mein Blumenbeet muss auch mal hier noch. Und dann sagst du, was? Was muss? Und dann, ja, ich muss pflügen. Und dann sagst du, was? Und dann lädt sie dich nicht auf eine Limonade in ihre Wohnung ein. Nein, sie bietet dir ein Plätzchen auf ihrer Liege an. Und dann sagst du, aber die ist doch ziemlich klein. Da passen doch wohl kaum 2 Leute drauf. Und dann sagt sie, ach, ich mach dir schon Platz. Außerdem musst du ja schließlich trotzdem auf mir liegen. Dann passt das. Dann sagst du, sind das nicht diese Gärtnergeschichten immer? Ja, das ist immer so. Aber da wurde ich wahrscheinlich wieder von Film und Fernsehen von Film und Fernsehen manipuliert. Was zur Hölle? Nein? Okay, gut. Dann never mind. Ich dachte nur, ach, ich weiß auch nicht, was ich dachte. Kannst auch fragen, ob du nicht in... Ja. Warum muss ich denn immer wieder ausladen?
Kann ich nicht einfach in der einen Hand, ich meine, das Ding lässt sich ja auch bestimmt so bedienen, in der einen Hand den Kasten behalten oder ihn auf meinen Schoß legen und dann einfach zum nächsten Dingens gehen? Oh Mann. Oh! Ey! Ey! Ronny! Ah, fuck. Ronny! Altes Haus, komm doch mal rüber hier! Machst du auch wieder Schicht heute? Mann! $36, das war der letzte Auftrag auf dieser Tour. Ach, der kommt jetzt. Ja, den finde ich noch, warte mal. Ronny! 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 Das ist hier ganz normal im Norden, by the way. Ronny! 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 Ronny, ey! Ey, Ronny! Ey, ey, Ronny, ey! Ey! Ey, Ronny, ey! Tagchen, guten Morgen an alle Patienten auf der Intensivstation. Im Gegensatz zu euch Langschläfern bin ich heute schon am Malochen. Schneidet euch vielleicht mal eine Scheibe ab und seht mal zu, dass ihr hier zur Arbeit kommt. Ganz ehrlich, ihr faulen Bettleute. Ronny! Ey, Ronny! 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 Meine Güte, altes Haus, was? Was? Hä? Das bist du, du! Wie ein Moped hast du auch noch, oder was? Nee, ich fahr Hot Dogs aus, ich muss Geld verdienen. Also du bist gar kein reicher Influencer? Nee. Ich arbeite hart. Hot Dog zahlt sich am besten aus. Bist einer von uns? Bist einer von uns? Ich weiß nicht, du schießt aus wie dieser Richman, nee. Wie heißt du? Nee, ich meine von Arbeiterklasse. Wie heißt du denn? Tobi. Tobi? Ja. Tobi, du bist einer von mir. Ich möchte mich für das vorherige Verhalten entschuldigen. Ich wusste nicht, dass ich einen Verbündeten hier habe gegen. Also, ne? Sorry, Alter. Ja, irgendein Arschloch hat auch meinen Rasen komplett zerstört beim Pool. Er war ein Scheißtag. Ja gut, ey, ich fahr dann mal wieder Hotdog aus, mach das mal, ne? Dann schönen Abend, schönen Tag, ja. Also bis später dann. Wir sehen uns bestimmt noch. Alles gut, ja, Tobi. Ja, glaube ich auch. Ey, vergiss dein Rasenmäher nicht. Natürlich nicht, natürlich nicht. Ich würde niemals so tief fallen und Rasenmäher fahren. Verspiel dir nicht meine Sympathie! Miezekatz hier 004. Ich danke dir für den Sub. Dankeschön. Ja, Leute lassen sich natürlich nicht entgehen, mich zu ärgern. Das, was hier auch macht, ist, das, was hier auch passiert, ist sowas, was auf einem Silbertablett serviert wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass später noch Leute hier raufkommen. So, was weiß ich. Also so. Ich meine. Sowas wie Melody-like. Bloß, dass die dann richtig ärgern werden oder so. Und mich auslachen. Aber ich hoffe nicht. Ich versuche allem zu entgehen. Am besten das Handy in Flugmodus. Ich muss nur gucken, wie ich da wieder raufkomme. Oh mein Gott. Oh nein. Jetzt machen wir nicht diesen. Ey. Ey, dieser dumm. Nee, das ist mein letzter Job, Junge. Das kannst du mir jetzt nicht nehmen. Hier. Ja. Sehr gut.
Oh, Gott sei Dank. Oh. Welches... Ne, mich geirrt. So. Der vom Bodensee. Vielen Dank für die mittlerweile 3 Monate. Dankeschön. Danke sehr. So. Und die letzte Mission oder der letzte Auftrag in Sachen Gärtnern wird gerade vollzogen. Ich muss hier ganz kurz noch die Veilchen ausbuddeln und sie mit Lilien ersetzen. So, so. Ramon Duck, Ramon Duck, ist das so richtig? Ich danke dir für den Prime-Stop, Mann. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Auch an dich. Dankeschön. Du hast alles ausgeliefert. Komm zurück. Na klar doch. Wie heißt die? Gardening Music heißt die Playlist. Das ist die offizielle. Das ist eine öffentliche. Nee, es ist keine offizielle vom Spotify. Das heißt einfach Gardening Music. Das ist another preacher, man. Okay. Lieferung erfolgreich abgeschlossen. Ich danke dir auf jeden Fall. Rainer, mach's gut, mein Freund. Ich muss weiter, ne? Station Nummer 4 ruft. Bis denne. Ciao. Das ist another preacher, man. Nina, was geht? Danke dir. Vielen Dank. Danke für die 26. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. This is all of a preacher, man. The only one to teach me. This is all of a preacher, man. Okay, also wir müssen die Marina Drive runter und dann hier auf die Hauptstraße. Und dann ist dort Hot Dogs. Wette verloren? Nee, ich kann dir ganz genau sagen, wie es zu dieser peinlichen Situation jetzt so kommt. Diese peinliche Situation, in der wir uns gerade befinden, perverser Yoda, ist das Ergebnis einer peinlichen Geschichte. Ich habe aus Spaß gesagt, ey, ja, Farmstream ab 3000 Subs. Und habe ich einen Sub-Counter reingemacht. Und dann habe ich mich so schlecht gefühlt, dass ich den Sub-Counter einfach auf 1 gesetzt habe. Und dann habe ich mir eigentlich selbst aus dem Nichts heraus diesen Farmstream angetan. Weil ich so ein Vollidiot bin. Und ja, jetzt sind wir hier. Das war so dumm. Ach, ist egal. Job annehmen. Bei diesem Job hast du 6 Aufträge. Okay, es geht los. Ja. Oh, das ist aber eigentlich easy. Oh, das ist so gut. Warte mal, was? Das Dönergeschäft verkauft auch Würstchen, die von mir geliefert werden? Du hast was... Oh. Was habe ich jetzt in der Hand? Eine Riesenwurst. Oh, ein Beutel. Okay, noch 5 Aufträge. Oh, das ist ja einfach... Das ist easy. Entschuldigen Sie, hier ist aber gerade eine Lieferung fürs Krankenhaus reingekommen. Es sollten ein paar Hotdogs sein. Haben Sie das gemacht? Oder? Also hoffentlich, dann muss ich jetzt nicht zurückfahren. Nee, die sind nicht von mir. Ich bin hier nur am Tanken. Wollen Sie die trotzdem nehmen und mir das Geld geben? Oh, Hotdogs ist jetzt irgendwie nicht meine Uhrzeit, sorry. Ich bin ein hart arbeitender Mensch. Ich stehe seit 7 Uhr heute auf der Matte. Ernsthaft seit 7 Uhr? Das ist krass. Ja.
ich weiß halt, wie es ist, den Struggle zu leben. Denn ich befinde mich in der wahrscheinlich schlimmsten Situation, in der sich eine Person befinden kann. Ehe! Wäre? Und ich habe Ehe! E-H-E! Und ich habe damit Pflichten aufgebunden, für die ich nicht bereit war! Und ich bereue jetzt alles! Ja, da muss man sich gut überlegen, wenn man Ja sagt, ne? Ich hatte keine Wahl! Das war Zwang! Okay. Ich wurde auf eine Yacht entführt. Dann sind wir rausgeschwommen. Ich wurde genötigt, das Ja-Wort zu droppen, um dann anschließend mit einer Yacht unterzugehen und von Haien gejagt zu werden. Und jetzt stehe ich hier in einem Overall! Sehe oben aus wie der Richmond und untenrum wie ein Arbeiter. Und ich bitte, nehme ich einfach meine Hot Dogs. Meine richtige Freundin hat mich verlassen. Die glaubt mir nicht. Meine andere richtige Freundin glaubt, ich gehe fremd. Und die dritte richtige Freundin, die glaubt mir gar nichts mehr. Hier, eine Fruchtlimo. Danke, ich fahre jetzt ins Krankenhaus und übergebe die Hot Dogs. Ja, dann sehen wir uns ja vielleicht gleich. Ja. Ey. Könnten Sie mir vielleicht einen Pflaster machen, geben? Oder wollen wir das im Krankenhaus machen? Oh, wie Sie wollen. Können wir hier machen oder im Krankenhaus? Am Krankenhaus. Bis gleich. Gleich. Wäre nice. Vielen Dank für die Bits. Dankeschön. Danke für die 100 Bits. Dankeschön. Vielen Dank. Michi Time auch danke für die 2, by the way. Danke sehr. Hallo. Hallo, so schnell sieht man sich wieder. Bin ich dran? Werde ich jetzt aufgerufen? Sie sind jetzt dran. Keine Patienten dürfen warten, die hier rumsitzen. Die arbeiten ja nicht so hart wie Sie. Das ist richtig. Habt ihr das gehört? Ich bin wichtiger Teil der Gesellschaft. Gut, ja. Also, Frau Doktor, ich brauche eine Krankschreibung. Ah, die kann ich leider nicht ausstellen. Die Arbeit kotzt einfach an, Kollegen sind auch scheiße. Können Sie mir nicht einen gelben Zettel geben für die nächsten 3 Monate? Aber dann kriegen Sie auch kein Geld, oder? Nee. Bringt das ja gar nichts. Sie haben recht. Gut, dann... Ich bin vorhin von meinem Quad gefallen. Da habe ich mir einige Schürfwunden zugelegt. Vielleicht könnten wir das ja desinfizieren und so. Das wäre nett. Ja, natürlich können wir machen. Wo tut's denn am meisten weh? Am meisten in der Fresse und auch noch was am Ellbogen. Okay, dann schaue ich mir mal den Ellbogen an, ne? Okay, aber bitte hochkrempeln. Ich will den ganzen Stuff hier nicht ausziehen. Krieg ich das Kotzen. Ich habe eine halbe Stunde dafür gebraucht. So ein Ganzkörperding. Krempeln wir das mal hoch? Ja. Das sieht nicht so wild aus. Ich glaube, das kriegen wir. Gut. Nehm auch das, was nicht brennt. Sind Sie auch in einer Ehe? Teilen Sie mein Leid? Nee. Kenn ich leider nicht, nein. Leider? Wir können ja tauschen, wenn Sie wollen. Ihre Frau heiraten oder? Wie können Sie haben? Das mit tauschen? Ja. Wer denn Ihre Frau? Sie heißt Melody Richmond. Oh, von der habe ich schon ein bisschen was gehört. Die ist Psycho, ne? Also mit der geht's auch nicht gut Kirschen essen. Sie ist und wie. Ja? Wenn das zwanghaft war, wieso lassen Sie das nicht auflösen? Weil mir keiner glaubt. Die glauben mir alle nicht. Es sind Posts verfasst worden. Es sind Glückwünsche gefallen. Denken alle, ich will. Sie ist die einzige Frau in dieser Stadt, die ich nicht will. Okay. Und Sie kämpfen da nicht gegen an und versuchen es trotzdem, oder? Hab ich. Bringt nichts. Es bringt. Manchmal ist es einfach besser aufzugeben. So schnell? Das ist. Wenn das gestern war, das sind ja nicht mal 24 Stunden, oder?
Ja, aber ich meine, sich dem zu widersetzen. Geht das vielleicht insgeheim doch? Ich will das nicht. Warum sagt ihr immer alle, ich will das? Ich will schnell das nicht. Aufgeben. Sie ist sie. Eine Ehe lohnt sich höchstens einer Frau, wo man wirklich, ne, aber das, die ist, das geht nicht. Sie ist verrückt. Sie glaubt, dass ich sie begehre, weil ich Zeit mit ihr verbracht habe und ihr das Schwimmen beigebracht habe. Ja, wow, toll. Aber da fehlt halt einiges. Die ist komplett irre. Sie kennt nicht ihre Grenzen und gar nichts. Ich kenne sie eigentlich gar nicht. Manchmal, da ruft sie an und schreit, Johnny! Manchmal, wissen Sie, wie die letzten SMS von ihr aussehen? Orangenes Herz, nicht. Gelbes Herz, grünes Herz, blaues Herz, rotes Herz, rotes Herz mit, weiß ich nicht, rotes Herz mit Sternchen, ein rotes, pinkes Herz, noch so ein komisches Herz, ein Herz ausgeschrieben, also größer Zeichen und eine 3, rotes Herz, rotes Herz. Und dann kommt ein ellenlanger Text, Johnny, Johnny, seit dem Moment, als du in meinem Leben getreten bist, habe ich jeden Atemzug, jede Bewegung von dir verfolgt. Deine Anwesenheit durchdringt meine Gedanken und ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Du bist der Dreh- und Angelpunkt meiner Existenz und ich werde immer in deinem Schatten lauern. In meinem Schatten lauern! Das schreiben nur Stalker! Das schreiben nur Stalker! Und ich werde immer in deinem Schatten lauern, bereit, jeden Teil deines Lebens zu durchdringen. Hallo? Red Flag? Unsere Liebe ist ein unzerstörbares Band, das mich dazu treibt, dich zu umhüllen und zu kontrollieren. Mein Herz schlägt im Takt deines Namens und ich kann nicht anders, als dich zu lieben. Obsessiv, leidenschaftlich und ohne Ende. Ich brauche Hilfe. Ich muss in ein Zeugenschutzprogramm. Oder verabreichen Sie mir eine gute, fette Ladung Morphin, damit ich das hier alles vergesse. Also Zeugenschutz kann ich nicht dienen und das mit Morphin, das hält nur kurz an. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg wäre. Aber ich kann nachvollziehen, wie es Ihnen geht. Und jetzt muss ich jeden Tag um 7 aufstehen und 8 Stunden für Sie sorgen und arbeiten. Und was macht sie? Aber Posten. Ist eher nicht so das, wo der Mann dann den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt und Fernsehen schaut? Was? Weil wirklich? Ich dachte immer so, dass das so das Klischee ist. Die Art von Ehe nehme ich mit. Aber ich weiß nicht. So, Ihrem Ellenbogen geht's gut? Gibt's noch eine andere Stelle? Ja. Mein linker Gehirnlappen, der ist überhitzt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so einfach rankomme. Dann habe ich alles eigentlich... was ich brauche. Dann vielen Dank für Ihre Arbeit. Ich könnte Ihnen vielleicht noch ein Kühlpack geben für den erhitzten Gehirnlappen. Dankeschön. Wie heißen Sie denn? Ich bin Carly Kingley. Frau Carly Kingley, würden Sie mich zu einem Ehebrecher machen? Ich denke nicht. Heute, nicht hier. Aber vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann. Gut. Schön, ich sag immer schönen Abend. Das ist tief in mir verwurzelt. Schönen Tag noch. Schönen Tag Ihnen auch. Nicht heute. Aber irgendwann. Da ist Ihr Kollege. Hi. Na, was machst du Geschäft heute? Ja, es läuft so, ne? Läuft so. Ey, pass mal auf. Ganz kurz nur. Hier ist mein Territorium. Ja, scheiße, Mann. No Sandy Shores, weißt du? Ja, scheiße, Mann. Da wird nicht mit Hotdog-Würstchen gedealt, wenn ich es nicht weiß. Ich will 50% vom jetzigen Ertrag. Das sind ungefähr $25. Ja, damit. Scheiße. Ja, warte, Mann. Stay out of my fucking territory! Yeah. Gut. Und beim nächsten Mal, da bin ich nicht so nett. Okay. Witzig.
Na toll. Oh Gott, das ist ein richtiger Redneck-Platz. Die rauben mich aus. Ich liefere nicht, wenn es zu ist. Ey! Sag mal, hallo? Scheiße, ich muss doch irgendwie reinkommen. Ihr habt bestellt. Dumm Arschlöcher. Was habt ihr davon? Oh, die Lieferung. Einmal ausladen, bitte. Mehr Trinkgeld als wirklich von den Poolbesitzern. Sehe ich hier Leute? Arme Leute, also nicht arme, aber hart arbeitende Leute unter sich verstehen sich. Die schätzen halt die Arbeit des anderen. So, Leute, die sich in anderen finanziellen Sphären befinden, haben da nicht so den Punkt zu relaten. Aus dem Grund sind sie mit ihrem Trinkgeld vielleicht gar nicht so großzügig, obwohl sie sehr viel Geld haben. Mhm. Sakano, vielen Dank für den ersten Monat. Die kochen Ele alle Meth, also sind die vielleicht sogar reicher. Ja. Und wie läuft das Singleplayer-Game? Ach, meine Freunde, das ist ganz angenehm. Ich glaube, Alter, Sakano, vielen Dank für 10 gegiftete Subs. Warte mal, den kenne ich auch noch nicht. Danke für 10, oder ist es der Typ? Ey, danke für 10, ey. Vielen Dank. Tobi. Hä? Komm, steig mal ab. Was? Ey. Steig mal ab. Warum? Steig mal ab. Was ist los? Du dealst also Hotdog-Würstchen in Sandy-Shoss, ja, ist das richtig? Alter, was ist los mit dir? Ich hab dieses Gebiet jetzt für mich beansprucht. Ich meine, du machst einen auf Rasenmäher. Ich hab eine Ehefrau! Weißt du, welchen Struggle ich hab? Ja, kann ich mir vorstellen, Alter. Das verstehst du nicht! Doch, kann ich. Ich will 50% von den Erträgen, die du gerade gehabt oder gesammelt hast. Gib mir einen 100er und wir sind fein. Kann ich dir einen Bubble Tea geben? $100! Plata o plomo, Wichser! Hot Chocolate? Verstehst du das nicht? Ich will Grünes! Nee. Ich will das Ching Ching! Wie heißt du überhaupt? Jetzt sag mal, wie du überhaupt heißt. Du weißt genau, wer ich bin. Nee. Say my name. Hart arbeitender Rasenmäher-Typ, der was jetzt auf Hot Dogs macht? You're goddamn right. Und jetzt gib mir das Geld! 100 war das, oder? Richtig. Krieg ich auch was dafür? Ich arbeite hart. Na klar. Ja. Ian, und von mir bekommst du ein fettes Dankeschön. Und jetzt mach dich ab. Gut. Niemand dealt mein Stuff in Sandy Shores, Bitch! Es ist Harmonie. $52! Ey, die sind die viel.
viel großzügiger. Die sind viel großzügiger. Oh, hier ist der nächste gleich. Okay, es geht weiter. $28. Okay, das war die letzte Lieferung. Kann ich das Ding jetzt behalten oder warum habe ich keine Lieferung mehr? Keine Markierung, meine ich. Also ich bin jetzt durch. Aber muss ich das jetzt irgendwie abgeben? Okay. Weiter geht's. Was ist das da oben? Ich würde jetzt erstmal noch den Norden nehmen. Das ist die Farm. Okay, ich muss nur gucken, dass ich hier richtig rauskomme. East Joshua Road raus und dann in die Union. Nee, nicht rein, aber dann die Kreuzung. Das ist die zu Human Labs, die Straße, die kenne ich. Und dann hier auf das Feld. Ja, das sollte funktionieren. Ab Sonntag, ab sofort jeden Sonntag Farms. Alter, wollt ihr mich verarschen? Nein. Okay, Leute, das ist... Ich stehe da nicht am Sonntag um 7 Uhr auf, um zu farmen. Wie nein? Ach, komm schon. Hä, Leute, mögt ihr das, was ich hier mache? Also wirklich, ist doch kacke. Stream. Umfrage, ihr wollt mir wehtun. Ihr sagt, ja, es ist voll cool, mach mal. Und dann, ich meine, das ist der perfekte Troll, um mich um 7 Uhr an einem Sonntag aus dem Bett zu ziehen. Ist mal was anderes. Ja, aber das wird jetzt zur Gewohnheit. Wisst ihr? Tagesschicht über Nachtschicht. Junge, ich werde einfach das komplette RP ändern. Ich werde nicht mehr. Auch nochmal, Sakano, nochmal danke für die 10. Wirklich, vielen, vielen Dank. Und Devil Dampfer, danke für die 2. Junge, das ist eine richtige Farm. Bin ich hier richtig? V-Net? Oh ne, nicht V-Net. Okay, wartet mal kurz. Ich muss noch mal kurz einen Überblick. Und da sind wir den Sandweg runter. Wir sind über die Brücke, Sonora Freeway. Und dann sind wir den Sandweg runter. Wir müssten hier sein. Wir müssen aber auf die andere Seite. Grapeseed Avenue. Grapeseed Avenue. Das bedeutet, dass das da hinten ist. Das ist die Grapeseed Avenue. Ah, das ist die O'Neill's Ranch. Ah. Emmits, danke für die 2 Monate und Mr. Abo auch vielen, vielen Dank für die 2. Ich danke euch wirklich. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Für mehr Farming Streams. Oh Gott. MC Gurk auch danke für die 8 Monate. Ich danke euch. Ah, das ist das hier. Hier steht Raw. Okay, und wo kann ich meine Arbeit anfangen? Hallo? Oh nein, hier sind ganz viele Propangasbehälter. Auf die will ich alle schießen. Oh nein! Oh nein! Hier sind so viele! Ich mach das, ist egal. Passiert nichts.